Hallo und willkommen zurück zum Gas Station Simulator. Wir haben in der letzten Session haben hier aufgehört, die Leute zu bedienen. Werkstatt musste ich auch, aber die sind gerade am Ausruhen. Ich muss eigentlich hier erstmal wieder reinkommen und nicht hier direkt hier loslegen, die Leute bedienen. Das geht eigentlich so gar nicht. Nee, nee, nee. Oh, tschüss. Das ist weggeflogen. Dafür kann ich nichts. No, no, no. Oh. Ach so, nee, war nicht zufrieden. War nicht zufrieden mit unserem Service. Aber passiert einfach. Was ist das denn? Aber es ist ein Stofftier. Sah anfangs aus wie so ein halbes Hähnchen, was da jetzt kommt. Just as I wanted. Ja, so, jetzt muss ich aber mal ganz tanken hier. Ach ne, er tankt noch. Ach so, ja. War schon wieder mit der Steuerung. Das ist doch schon. Der Grafik mit der ist ja schon wieder so komisch schwammig. Was mit den zwei hier, der da noch abkassieren alle. Have a nice day. Jo, tschüss. Ach, mein Tankboy ist jetzt doch weg, oder was? Jetzt gerade weggerannt, als ich. Cool, ja. Was, dann haben wir nichts mehr? Oh, keine Produkte mehr. Ach so, ja, nee, der Matthew ist doch dabei. Matthew. Der Tanke? Ach, keine Ahnung, ich blick. Ich hab's durch die, sag ich mal, knapp 7 Tage Pause dazwischen bis zum Update, wo ich keine Aufnahmen mehr gemacht habe, habe ich das irgendwie ein bisschen verpeilt, wer hier tankt und wer nicht. Oder wer was macht. Ja, alles klar, ich weiß. Auf, komm, los. Wieder. Sobald die Jungs da oben ausgeruht sind, bezahle ich die und dann setzen wir die direkt wieder ein. Awesome. So. Awesome, weg. Waschstraße ist nämlich, ne? Werkstatt ist. Tanken, der geht jetzt auch gleich. Ja, pretty much. Ja, alles klar. So, eine machen wir jetzt noch. Jetzt den Artikel. Oh, ich hätte es wissen müssen. Warte mal, setzen wir mal da hin. Oh, das hat ja super. Ja, schmeißen wir so um, das geht auch. Erstmal meine Leute holen und irgendwie. Oder ich bin es halt einfach nicht gewöhnt. Oder es ist das Spiel, ne? Da ist Citizen rum, Dümpel. Zahlen hier, zack. Aufgabenliste: Autos reparieren. Ricardo. Zahlen. Oh, du bist günstiger geworden. In die Kasse. Der muss sich ausruhen. Hier. Zahlung. Aufgabenliste, Tankstelle reinigen. Tanken und Waschstraße muss ich jetzt mal machen. Gehe ich aber erstmal schnell tanken. Schnecke, ich bin gleich bei dir. Ich weiß ja nicht, wann sie wegfährt. Ob oder ob sie überhaupt wegfährt, das ist halt auch so eine Sache, ne? You're amazing.
Have a nice day. I was worried we'd be stranded. Ja, 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 alles klar. Er ist an der Kasse, gut. Er ist an der Kasse, er macht sauber. Boah, wie war das jetzt? Oh Gott, echt, das Auto dreckig. Aber heute klappt's besser, oder? Wo kann man noch? Sonst müssen wir wieder runter zum Kroko. Schön abspritzen. Oh, das ist auch falsch an. Ah, treff ich. Mag ja so Oldtimer, ne? Aber die Form hier zu abzuspritzen und sauber zu machen ist hier jedenfalls nicht so schön. Jetzt guck mich nicht so an. Ist dein Hobel schon noch sauber? Allerdings könntest du das auch selbst machen. Könntest du das auch selbst machen, hier das Autochen abspritzen. Und könntest mir dann einfach das Geld auf den Tresen legen. Ah. Alles klar, läuft. Aber jetzt. Wie wärst mich jetzt? Da gibt es nämlich gleich einen auf die Omme. Ah, der Kollege hat sie abgefertigt, sauber. Just as I wanted. Ja. That'll do. Hol. Thanks a bunch. Wir brauchen erstmal Waren wieder. Hab ich von allem nichts mehr da? Ne, ich hab... Brauchen wir Lieferung. Lieferung, Lieferung, Lieferung. Müssen wir... Machen wir erstmal Kraftstoff. Boah, 2,15. Mach halt mal 500. So. Lieferung, Produkte. Hauen wir erstmal hier alles. Oh, das war's schon. Okay. Warum haben wir denn gar nicht so viel Platz? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Hä, warum haben wir denn? Wir haben gar keine Zigaretten jetzt gekauft. Warum haben wir denn nicht so viel Platz im Lager? Wenn ich hier keine Produkte mehr habe. Oh nein, oh, jetzt habe ich wieder die komischen Muffins hier angepackt. Ah. Hä? Da muss ich mal ganz kurz in die Werkstatt gehen, gucken. Hängt das hier vielleicht dran? Reifen mehr? Oh, wir haben keine Spiegel mehr. Haben wir denn? Bei denen. Ja. Noch Spiegel. Wir haben
keine Reifen. Warum haben wir denn keinen Platz mehr im Dings gehabt? Warum hatten wir denn keinen Platz mehr im Lager? Wenn wir doch keine Waren mehr haben irgendwo überall, warum haben wir... Das verstehe ich nicht. Tanken gehen. Ja, du kriegst erstmal deine Kohle. Aufgabenliste. Ich hab's schon wieder gesucht, ey. Hä? Da muss ich gleich nochmal gucken. Und vor allen Dingen ist hier doch schon wieder irgendwas. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, habe ich das Gefühl, hier ist irgendwas. Keine Ahnung. Was ist denn jetzt mit dir raus hier? Komm. Hau ab! Alter, wie kann man so egoistisch sein? Warte doch einfach, bis das Auto weg ist. Wie denn, wenn ich hier drehe? Verändert sich doch, oder? Es muss doch. Das ist doch die Größe, die ich verändere, wie beim letzten Mal. Also mit den Waren müssen wir dann echt gleich nochmal gucken. Nicht, wenn das hier vorne rumspritzt das Wasser, dann sehe ich nichts. Oh, wir sind nahe des gelben Bereiches. Wir müssen gleich mal nach runter zum Kroko gehen. Nach unserem Wasserdruck gucken. Kann das sein, dass sie mich jetzt blockiert hinter mir? Ja, ihr mit eurem Gehupe.
Ja, da ist aber eine. Da ist aber eine penibel. Ja, der Auto ist sauber. Macht Schreck jetzt hier. Ach, das bisschen war's das jetzt. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Speaky clean. Nee. Speaky clean. Ich habe nicht gesehen, was unten stand. Also, wir müssen das jetzt nochmal genauer. Die sind alle am Arbeiten. Wir müssen das nochmal genauer eruieren. Hier sind keine Reifen mehr da. Keine Spiegel mehr da. Keine Kratzerentfernungsdinger mehr da. Warum ist denn dann mein Lager so voll? Aus der Sonne. Leitung ist weg. Keine Produkte mehr, keine Produkte mehr. Wo habe ich denn noch so viele Produkte, wenn das alles... Ach so, hier habe ich jetzt wieder natürlich, ne? Voll. Ja, da brauchen wir große Regale, ne? Jetzt müsste das Lager ein bisschen leerer geworden sein. Boys machen schon wieder... Hallo? Wer legt denn den Fisch hier hin? Das ist bestimmt du, oder? Ja? Kaum rede ich vom Teufel, kommt der gerannt. ja, also irgendwie war ganz kurz Lieferungen. Was sagt denn mein Lager? Mein 600 Artikel könnte ich wieder bestellen, okay. Warum? Keine Ahnung. Was passiert denn, wenn ich das jetzt erhöhe? 8000. Komm, wir gehen mal auf 8000. Bam, 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 bam. Okay. 4 freigeschaltet, okay. Und nun? Was genau bedeutet das jetzt? Level 4 freigeschaltet? Ich will nochmal gucken.
Vielleicht da vorne den Bus? Vielleicht den Partybus da im Hintergrund? Ja, ich bin ihn ja nicht, höre ihn ganz leise. Wegen bezahlen, dass der da wieder an die Kasse geht. Zeit für ihn. Aber ja, ich hab's gesehen, du brauchst. Habt ihr das gesehen? Ich hab meinen Finger drauf gedeutet, ey, da ist noch Dreck. Genau gesehen. Boah, an der Kasse 9 Leute. Auto jetzt noch fertig und dann muss er wieder an die Kasse gehen. Ja. Boah, Kasse 9 Leute, andere Werkstatt 2 Leute. Ja, komm, die sind ein bisschen ausgeruht. Allen hier, zack, Aufgabenliste. Hier, du machst bitte. Kasse. Ja, du hast Bezahlung. Folgendes tun. Runter nach dem Wasserdruck gucken. Beverstraße. Was ist denn? Meine Güte. Okay, was haben wir jetzt? Naja, ich krieg's ja gleich was. Anscheinend haben wir jetzt hier noch mehr Druck. Treppe Power. Das ist doch. Ah, geil. Ich muss Kroko nicht mehr füttern. Ich gehe hier runter, drück's Knöpfchen und alles ist gut. Hahaha, geil. Okay, das gefällt mir. Dann würde ich jetzt mal okay, wir brauchen größere Regale. Wir brauchen größere Regale für den Kram. Wir brauchen ein großes erstmal sehen, wie es aussieht. Einrichtung, Regal, Sonnenbrille. Gibt's nur einen. Gibt's nur einen. Haben wir sonst nicht groß. Ah, hier Gepäck. Ah, da gibt's auch nur diesen kleinen. Okay. Spielzeuge, da gibt's natürlich große, aber davon habe ich ja nicht so viel. Da habe ich schon einen großen. Ja, sonst habe ich alles groß. Ja. Tausend. wo waren wir? Wir waren... Alkohol haben wir noch bestellt, ne? Ich. Eiscreme haben wir noch, Autopflege haben wir noch.
sind günstig. Zebra ist günstig, da machen wir mal mehr. Teddybär ist günstig, das ist günstig. Affe nett und dann jetzt Warm Toy. Hier holen wir auch mal wieder die Müllabfuhr. Waschanlage, jawohl, ich bin da. Okay, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Geld. Ja. Tausend ist teuer, du. 12.000 ist richtig teuer. Ah, da kommt Lack zum Vorschein. Guck dir das an, du. Sehr schön. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Ja, wenn es so geht, geht's so. Oder auch nicht so lang. Ach, seht ihr, Reifen muss ich dann auch noch bestellen dann. Oh, bleib geschmeidig. Lass mich mal das Auto abspritzen. Ja. Alter. Junge. Konnte ihm gerade in den Kopf drin gucken. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinspritze. Das ist eklig. Das irritiert mich. Was passiert eigentlich, wenn ich den Müll unten dauerhaft schredde und Kroko nichts mehr zu fressen kriegt? Was passiert denn dann? Mir tut mein kleiner Finger schon weh vom Shift drücken. Ach, man sieht's auch so. Okay, gut. Wow, super. Ja, alles klar. Bitte. Tschüss. Jo. Ja, wenn ich jetzt noch einmal anhubst, ist was los. Nimm ich meinen Besen und schnick dich sonst wohin. Auf. Zeitschriften. Ja, ich bin gleich dabei. Ich bin gleich dabei. Zack, ist voll. Ist wieder alles da. Hier könnten wir von. Oh, ja. Wohl können wir noch ein bisschen draufpacken. Wo haben wir am meisten? Ja, hier vorne. Und von.
voll. Dies haben wir hier noch ein bisschen. Place all. Oh, das war jetzt ein Fehler von mir. Ups. Danke, die Plüschi. Marke haben wir nichts bestellt. Bänke haben wir nichts bestellt. Was? Ja, schon wieder keine Produkte, ne? Ist alles so teuer. Öl brauchen wir nicht, Batterien brauchen wir nicht, Zündkerzen, Spülmittel brauchen wir auch nicht. Alles so teuer, wir brauchen nur die drei Sachen. Oh, stimmt, alles andere haben wir auf Lager, jede Menge. Oh ja, ey. Wie es weitergeht und die Bestellung wegräumen und den Rest hier übernehmen, das würde ich sagen, sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Habt eine schöne Zeit. Umgebt euch mit netten Menschen und bleibt